Ja, und damit ein herzliches Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. In der letzten Folge haben wir das Luau-Fest mitgemacht. Die Suppe allerdings war nicht so lecker anscheinend, so wie es aussah. Und haben noch ein paar Talente verbessert. So, und ich sehe gerade im Wetterbericht, es kommt ein Blitz und Donner auf uns zu. Ich glaube, das gefühlt erste Mal in der Sommerjahreszeit. Und ich habe blöderweise immer noch keinen Blitzableiter hergestellt. Ich brauche nämlich mal ganz dringend einen. Und ein paar Sachen sind schon fertig. Wie zum Beispiel, der Hopfen ist fertig. So, jetzt gießen wir natürlich mal wieder alles schön durch. So, ein paar Tomaten sind auch fertig. Sehr schön. Pepperoni sind auch nochmal welche nachgewachsen. Die wachsen ja dauerhaft genauso wie die Tomaten. Da kann man nämlich noch so ein bisschen mehr Erträge bekommen. Haben wir vielleicht noch einen Auftrag? Nee. Also zumindest das mit der Shorts von Louis müssen wir noch unbedingt machen. Dafür müssen wir allerdings die Freundschaft mit Mani pushen. Und das geht halt am besten nur mit einer... Was war das nochmal? Pinke Torte, I guess? Wo ist denn das? Wo ist die denn jetzt hier? Mani. Ah ne, habe ich ja noch gar nicht drin. Ups. So, machen wir mal weiter. Mit dem Feld. Kein Wasser mehr. Habe ich eigentlich schon diese Fässer freigeschaltet? Also nicht die Einmachfässer, sondern... Hier das Bienenhaus müsste ich eigentlich auch mal herstellen, aber ich brauche einen Zapfhahn als erstes. Was brauchen wir nochmal für ein Bienenhaus? Für das Bienenhaus? Ahornsirup. Okay. Naja, es ist jetzt auch dringend notwendig, das Gedöns. Aber erstmal gieße ich hier dieses Feld. Dann geht's weiter mit dem Pepperoni. Oder mit der Pepperoni-Seite. Ein Event gibt es ja noch im Sommer. Das ist ja dieser Tanz der Mondlichtquallen. Aber das kommt noch. Das kommt sehr, sehr spät erst. Wir sind ja gerade mal beim 12. Tag. So, das hier. Ja, nochmal zweimal gießen, sicher ist sicher, ne? So, dann schmeißen wir mal das Zeug, was wir gerade geerntet haben, mal hier rein. So wie den Hopfen auch noch. Und was ich unbedingt gerne machen möchte, ist, ich verkaufe mal die Sachen, die wir in der Mine gefunden haben. Also zumindest die Waffen und so, die wir nicht mehr brauchen. Oder gar nicht brauchen. Ich könnte eigentlich auch hier den Holzhammer nehmen, aber ich bin nicht so der Freund von... Obwohl, warte mal, hat Geschwindigkeit plus 2. Nur was ausprobieren. Okay, damit lässt sich arbeiten. Gut, dann checken wir mal den reisenden Händler ab. Mal schauen, was dieser verkauft. Verkauft jetzt schon Auberginensaat, die mir im Sommer natürlich logischerweise nichts bringt.
So, aber jetzt hoffen wir mal, dass wir mal Mani erwischen. So, gut, Abigail haben wir auch schon beschenkt. Mit der hatten wir ja letztens eine Zocker-Session gehabt. Jetzt habe ich vergessen, den Dialog zu lesen. Ups. War gerade ein bisschen abwesend. Mann. So, um 14 Uhr macht ja die Abenteuergilde auf. Ach, da ist wieder Emily mit ihrem Papagei. Den hatten wir schon. Erstmal kann man einen über den Dötz ziehen, ey, auch nicht schlecht. Ja, nee, ist klar. So, Jody. Ja, das Essen vom Joja-Markt ist vielleicht nicht das günstigste für meine Familie. Aber bei solch niedrigen Preisen wäre es verrückt, woanders einzukaufen. Okay, heute verkloppe ich hier jeden mit einem Hammer. Oh, die will ich mitnehmen. Oh, Kekse! Hey, wir können das Bündel Kinder fertig machen. Okay, das ist krass. Ich suche nach jemandem, der mir Golderz bringt. Ja, nee, ist klar. Jetzt schon Golderz. Ach, scheiße, ich habe vergessen, Gast zu beschenken. Abigail! Ja, den hatten wir auch schon. Auch nochmal Abigail einen überziehen. Was ist los mit mir? Ach, den Mais, den werden wir jetzt... Oder wir werden das mit den Auberginen machen. Wäre nicht völlig egal. So, der alte Opa hier. Ja, dir gehört jetzt also der Hof, hä? Zumindest eine ehrliche Arbeit. Hatten wir das nicht schon mal besprochen gehabt? Was? Keine Ahnung, ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, dachte ich mir schon. Alter, wie viele von diesen Edelwicken hier rumstehen, ey, krass. Aber gehen wir mal zum Strand runter. Vielleicht ist da auch nochmal eine Kleinigkeit zu holen. Mann, immer diese Reizhusten. Ah, cool, eine Rainbow Shell. Her damit, das ist meins. Oh, gleich zwei Stück. Moins. So, Haley. Ich frage mich eigentlich, was heute der geile Alex macht. Ich will ihn gerne beim Trainieren zusehen. Was? Ich hab dich gar nicht bemerkt. Bist für mich unsichtbar. Ich mag nur den Alex. Geh mir aus dem Weg. Oh, dekorativer Fächer. Wieder ein Artefakt. Was wir auch noch nicht bei Günther abgegeben haben. Sehr schön. Gleich zwei Korallen. Gleich vier Korallen. Gibt es noch sechs? Nee, sechs Stück. Leider nein. Aber wir könnten mal... Ach, blöd, da habe ich mein Inventar natürlich zugeballert. Ach ja, wir wollten ja zur Abenteuergilde gehen. Da mal die Sachen abgeben. Also ich will die Sachen auf jeden Fall verkaufen, die ich hier noch übrig habe. Die wir aus der Mine geholt haben, wie diese Ringe oder hier diese Knüppel, Dolch und die Schwerter.
Oh, was ist denn hier los? Dreck. Knochenflöte, noch ein Artefakt. Wow. Was ist denn jetzt auf einmal los? Wieso so viele Artefakte? Eine Weintraube, gleich zwei Stück. So, Linus. Bitte reiße nicht mein Zelt ein, okay? Das ist das Einzige, was ich noch habe. Ist schon einmal vorgekommen. Da waren diese ganzen Jungspunde hier. Haben keinen Respekt vor dem Alter mehr. Naja, was soll's. Ach, der Arme. Brauchst du ein neues Schwert? Nee, aber ich hätte was zu verkaufen. Oh. Hier gibt es auch neue Klingen. Oh, ich werde mir auf jeden Fall das... Na. Er hat hier auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Kampfstiefel. So, wir verkaufen aber jetzt mal hier diesen ganzen Kram hier, den wir... geholt haben. Schon haben wir wieder 1000 Gold. Aber dieses eine Schwert hier hätte ich schon gerne. Ich denke mal, aber ich nehme die Templerklinge. Ah, by the way, ich wollte mal was gucken. Genau. Monsterjagd. Noch haben wir nichts abgeschlossen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Na, hier ist noch eine Weintraube. Noch eine Weintraube. Scheint irgendwie ein richtig cooler Takt zu sein hier mit den Sammeln. Echt nice, Mann. Dann schauen wir mal nach, ob wir noch diese anderen Sachen noch finden könnten, wie zum Beispiel die Gewürzbeere. Aber wisst ihr, was jetzt richtig Hammer ist? Wir können das Bündel Kinder jetzt endlich vervollständigen. Weil wir haben ja jetzt die Kekse. Und die fehlen. Also wir brauchen ja 10 Lachsbeeren, einmal Eis und einmal Kekse. Weintrauben und eine Edelwicke. Okay. Ja, stimmt. Sammeln. So, den Rest schmeißen wir natürlich jetzt hier rein. So, die Muscheln und so, der ganze Kram kommt hier rein. Baumaterialien hier rein. Und der Rest natürlich hier in diese Kiste. So, ich werde mir jetzt erstmal hier so eine provisorische Fläche mal bauen. Für... meine Truhen. Damit wir hier zumindest ein bisschen mehr Ordnung haben. Also dass es halt hier ein bisschen ordentlicher aussieht. Mann, oh Mann. Haben wir noch ein bisschen Holz? Holz, Holz, Holz. Ja, haben wir. Ein bisschen Stein. Dann würde ich mal sagen, dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Okay, geht nicht. Was brauche ich nochmal für einen Zapfhahn? 40 Holz und 2 Kupfer. Das können wir uns auch nochmal ergattern, aber erstmal brauche ich die Sense, weil ich habe ja jetzt alle meine Schwerter verkauft. Um hier diesen ganzen Haufen Gras wegzumähen. Oder zu entfernen.
Dann machen wir ein bisschen Hofarbeit. Ist ja auch nicht schlimm. Naja, natürlich, ohne Axt funktioniert das ja hier nicht. Blöd. Die werde ich übrigens auch demnächst verstärken lassen. Also wenn jetzt der Herbst am Start ist. Vielleicht oder bis zum Herbst. Möchte ich die auf jeden Fall auf Kupfer haben. Hier gibt es Eicheln. Hier unten ist noch so ein Ahornbaum. Also die mit diesen gelben Punkten hier, das sind diese Ahornbäume. So. Wäre, glaube ich, sinnvoll, wenn wir gleich 3 von diesen Bienenhäuser bauen könnten. Was war das jetzt für ein Kram? Irgendwie ging gerade hier die Hotbar von alleine los. Dabei habe ich nicht mal einen Button gedrückt. Keine gute Idee. Wenn ich jetzt noch weitergemacht hätte, dann wäre ich jetzt zusammengebrochen. So. 120 Holz brauche ich ja. Für 3 Zapfhähne. Naja, wir brauchen ja wahrscheinlich noch mehr Holz für die, für die Bienenhäuser. Brauchen wir auch noch mal was. Hier noch das bisschen. So. Nicht mal ein Ahornsamen haben wir gekriegt. Ey, wie belastend ist das bitte? So, jetzt brauche ich natürlich Kupferbarren. Wie viel haben wir? Mist. Oh. Brauche sogar gleich 2 von der Sorte. Habe ich mich wohl verguckt. Haben wir hier noch Ahornsamen oder so? Ja, nur 1, super. Einer mehr. Warte mal. 1, 2, 3. Machen wir es so. Okay. Ja gut. Erstmal lieber ins Bett gehen. Wäre besser, weil auf dem Hof einpennen möchte ich auch nicht so gerne. Oh, sehr schön. Hofarbeitsstufe 5. Wir nehmen mal den Ackerbauer. Darauf konzentriere ich mich am meisten. Und meine Melonen sind fertig. Und der Mohn ist fertig. Aber den würde ich jetzt bestehen lassen wollen, weil...
Naja. Wenn ich mal ehrlich bin, den brauche ich später für die Bienenhäuser. Aber erstmal sollten wir mal hier mal eben an ein paar Ahornbäume diese Zapfteile hier anbringen. Und wenn das jetzt auch ein bisschen weiter weg ist. Mir dauert das echt zu lange, bis hier die Bäume wachsen. So. Ah ja, stimmt. War schon richtig. Aber eine Melone brauchen wir noch für das Gemeinschaftszentrum. Jetzt kümmere ich mich aber mal um die Artefakte. Die holen wir mal hier eben raus. Ja, ich glaube, das war's, ne, an Artefakte. Die schmeißen wir jetzt so mal in einer separaten Truhe rein. Also, dass wir so ein bisschen Ordnung haben. Also, hier kommen jetzt ab sofort die ganzen Artefakte rein. Diese färben wir mal so, also so dunkelrot. Genau. So, Monsterloot bekommt eine lilane Kiste. Seeds kriegen eine grüne Kiste. Wow. Alter. Beinahe meine Pflanzen getroffen. So, hier haben wir Seeds. Und dann noch hier was zum Wachsen. Die Dünger. Das kommt alles dann in die grüne Kiste hier rein. So, was brauchen wir nochmal für das Bienenhaus? 40 Holz, 8 mal Kohle, ein Eisenbarren und dann einmal Ahornsirup. Okay. Ja gut. Ich glaube, wir müssen nochmal losgehen. Und noch ein bisschen was besorgen. Zumindest das Holz. Aber ich denke mal, wir machen jetzt erstmal hier mit dem Hof weiter. Der Hof, ey, der ist auch richtig zugewuchert, ey. Am Anfang. Was man hier alles beseitigen muss, ey. Schon echt krass. Eisen ist anscheinend wohl fertig.
Ja, davon brauchen wir ja auch einiges. Ach ja, ich wollte ja noch mal losgehen und noch mal ein bisschen Kupfererz besorgen für eine Kupferaxt. Weil die möchte ich jetzt demnächst auf Kupfer upgraden. Diesen ganzen Kram hier mal zerstören, der sich hier auf meinen Hof breit gemacht hat. Wenn wir so ein bisschen gemixte Saat bekommen, können wir die auch für den Herbst benutzen. Ich will auf jeden Fall das Feld ab den Herbst größer haben wollen. Also es soll deutlich größer werden, als es jetzt der Fall ist. So. Haben wir schon mal, ja, genug Eisen zusammen, um so ein Häuschen herzustellen. Aber wie gesagt, der Sirup fehlt immer noch. So, ich stelle jetzt mal ein paar Kupferbarren her. Aber ich denke mal, wir werden jetzt mal ein paar Sachen mit ins Gemeinschaftszentrum mitnehmen, die da reinschmeißen. Also langsam müssen wir mal mit dem Gemeinschaftszentrum mal vorankommen. Achso, wir haben ja noch keine Eisenbarren drin, achso. Okay. Ach ja, die Seeds, die packen wir mal hier mit rein. Hat sich ja gelohnt. So, mal ein bisschen was wegspachteln. Haben wir wieder genug Energie, um weitere Bäume zu kloppen. Ich könnte übrigens auch einen weiteren Ofen herstellen. Dann haben wir ein bisschen effizientere Arbeit. Sind wir ein bisschen effizienter unterwegs. So. Ja, das ist auch immer wieder ätzend, wenn man hier nicht richtig sehen kann, wo was hier jetzt, also was sich hinter den Bäumen halt versteckt. Wird halt nur so ein bisschen unsichtbar oder halt so durchsichtig. Wie auch immer. Und trotzdem ist halt mega nervig. Man sieht auch nicht wirklich so viel. So wie jetzt hier die Stelle.
Nein. Ach, blöder Stein. So, hier haben wir... Toll, hat sich ja voll gelohnt. Und schon wieder erschöpft. Einmal ein paar Müsli-Riegel wegsnacken. Und weiter geht's. Zwei weitere sind fertig. Gleich mal die nächsten Kupfererze hier reinhauen. An den Harz hier ist echt immer noch nicht genug. Da brauchen wir mehr. Aber warte mal, das packe ich auch mal mit in die... eine grüne Kiste rein, die wir haben. Ja, eigentlich soll der da nicht rein, der Müsli-Riegel. So. Würde ich sagen, wir beenden mal diesen Tag jetzt mal. Aber einen Baum, ein, zwei Bäume werde ich jetzt noch machen und dann beende ich diesen Part. Erstmal. Also dieses Mal haben wir uns so ein bisschen an die Hofarbeit gewidmet. Naja, auch mal was anderes als in die Minen immer reinzuspringen oder angeln zu gehen. Einfach mal ein bisschen den Hof von den ganzen lästigen Kram hier befreien. Da. Stein. Hatte ich nicht gesagt, ein, zwei Bäume und dann reicht das? So, wenn wir dann genug Harz haben, dann bringen wir mal schon mal die ersten Sachen ins Gemeinschaftszentrum. Harz haben wir. Ich hoffe, dass das jetzt reichen wird. Oh, meine Peperoni sind fertig. Ah, es ist nur Gelee. Ich dachte, man bekommt hier eingelegte Peperoni. Anscheinend wohl nicht. Naja, gut.
Machen wir mal die nächsten rein. Ja doch, das reicht an Harz. Gut, dann holen wir nochmal 4 Pepperoni raus. Schmeißen diese nochmal da rein. Und hoffen wir mal, dass das hier alles noch rechtzeitig gut fertig wird. Ja, nur schade ist jetzt hier, ne, dieses Feld, das ist noch offen. Ich würde das gerne noch mit was bepflanzen wollen, aber... Naja. Pepperoni haben wir ja schon. Reichlich, genauso wie Blaubeeren. Gut, dann ab ins Haus. Und dann würde ich sagen, das war's mal wieder mit einer weiteren Folge Stardew Valley. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch das Video einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Die Glocke aktivieren und den Channel abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und eine Benachrichtigung zu erhalten, dass eine neue Folge von Stardew Valley oder von meinen anderen Projekten was am Start ist. Und schaut bei meinem Kanal vorbei, da findet ihr noch weiteren Content. Und dann würde ich an der Stelle sagen, bis dahin, auf Wiedersehen. Tschö. Mit Ö. Toll, die Katze, Alter.